Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate Siege of Dragonspear. Ja, wir haben uns um den Baum gekümmert. Können wir wahrscheinlich dann auch abgeben. Ja, die Windschlote Zither, die muss nach Nordwesten. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ja, dann gehen wir nochmal raus und geben diese Quest ab. Ja, gucken nochmal. Vikonia hat nichts mehr im Inventar, was irgendeinem Sack oder so ähnelt. Yes, I will. Yes. So, jetzt hat sie 6, 12, 14 Säcke und hier drin sind noch 5. Das müssten aber einer mehr sein. Be direct. I am yours to command. Yeah, right away. Hier ist aber keiner drin. Hier ist keiner drin. Hier haben wir auch keinen gelassen und hier haben wir auch keinen gelassen. Am Boden liegt auch keiner rum. Wie ihr wünscht. Welcome. What can I do for you today? Okay. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Elfen haben nur selten Zeit zum Plaudern. Stay back, or you'll regret it. Speak quickly, citizen. I have little time for this. Ich brauche einen Schluck starkes. Ja, und die sagen alle nur, sie kennen mich irgendwoher. Nett, dich kennenzulernen, Freund. Well, Bowl? Wie gesagt, wir haben auch keinen irgendwo. Haben wir hier aus Versehen einen reingesteckt? Nö. Ja, Leinsack randvoll mit Getreide. Und nebenbei, sie kann mal so einen ausrüsten. Ah. Hm? Yes. So. Für den Fall, dass sie doch hier drin waren. Welcome. What can I do for you today? Nein. Liegt auch keiner hier irgendwo rum oder so. Wir sollten auf jeden Fall in die Kiste. Zuerst. I swim in memories of places such as this. Most unpleasant memories. Und ja, Kisten schieben sagt. Kenne einen Gnom beim Kreuzzug, will, dass ich das Getreide zurück zum Fundort bringe. Mhm. Ah.
Ah ja, hier war's drin eigentlich. Ja, wie ihr wünscht. Welcome. What can I do for you today? Hm. Weiß echt nicht, wo der eine Sack Weizen jetzt verloren gegangen sein soll. Weil ich hätte schwören können, es war eine gerade Zahl von Säcken. What? Fair enough. Das sind alles Getreidesäcke. Getreidesack, Getreidesack. Getreidesack, Getreidesack. Getreide, Getreide, Getreide. Getreide, Getreide, Getreide. Und Getreide, ja. Hm. Ich weiß echt nicht mal, aus welcher Kiste ich das Zeug geholt habe. Also wenn, dann müsste es die Kiste gewesen sein eigentlich. Wie kann ich helfen? Wie ihr Gut, wünscht. Okay. Dann sammeln wir die Truppe und gehen mal hier in den Höhlen weiter. Ne, halt, ich wollte nochmal an die Oberfläche. Also ja, ich bin echt nicht verwirrt oder so, oder übersehen einen Getreidesack hier in meinem Inventar. Hier ist keiner ausgerüstet. Dorn trägt auch keine und ich trage auch keine. Hm. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, Düner hier und Minsk soll ich zu den beiden bringen, aber erstmal wieder zu dem Baum zurück. Der Bär will uns nichts Böses. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Seid gegrüßt, Brennweer. Der Wald hat mir von eurer Ankunft erzählt. Ich hätte auch gerne Bäume, die ich warnen würde. Das wäre praktisch, wenn man ein Lager aufschlägt. Wir haben gesehen, wie das verdorbene Leuchten an den Ästen des Baums verblasste. Da wussten wir, dass ihr erfolgreich wart. Ihr habt unseren Dank. Es war kein einfacher Kampf, aber wir haben triumphiert. Mit eurer Dankbarkeit und einem Goldstück könnte ich mir etwas Bier leisten. Der dunkle Druide hat mich bleich. Ich habe ihn aus meinen eigenen Gründen niedergestreckt, nicht um euch gefällig zu sein. Nehmen wir die zwei. Egal was eure Motivation war, eure Taten haben uns und diesem Wald geholfen. Bitte nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Das reicht vorerst. Möge eure Reise schnell vorangehen. Oh. We are done. Continue to debase yourself in service to the caprices of the weak if you wish. I'll not join you in servitude. Mir reißt der Geduldsfaden, Benoir. Wenn ihr unbedingt wollt, dann entriege ich euch weiterhin dabei, den Launen der Schwachen zu dienen. Ich werde mich nicht gemeinsam mit euch knechten lassen. Ernsthaft, ich habe stets angenommen, ihr dient gerne dem Willen anderer. Ihr geht zu weit, Mensch. Wir hätten gemeinsam Großes vollbringen können, ihr und ich. Doch ihr habt euch dazu entschieden, euch mit Gesindel gegen mich zu stellen. Das wird euer letzter Fehler sein. Ich habe Dorn verloren und Vikonia auch. I will take my leave of you now. Warum solltet ihr das tun? Okay, Autosave. Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Ich hätte vielleicht doch die beiden Druiden töten sollen und nicht, ihn da unten. Wäre wahrscheinlich eine bösere Tat gewesen.
Eigentlich will ich meinen Ruf nicht so viel verbessern. Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Nein, so verbessert sich der Ruf. We are done. Especially in Children of Murder. Continue to debase yourself in service to the caprices of the weak, if you wish. I will take my leave of you now. Okay, die beiden verziehen sich einfach. Okay. Ja. Hier lebt er noch. Strangers. So many strangers in the depths these days. Why have you sought me out? Ist das euer Zuhause? In dem Kreis heute gehe ich dem Land unter dem Land, aber ich glaube nicht, dass ihr deshalb hier seid. Es ist wunderschön anzusehen. Könnt ihr euch vielleicht etwas fragen? Was wollt ihr, Fremdling? Informationen, wenn ihr die mit mir teilen wollt. Stellt eure Fragen. Dieser Heffernan, den ihr erwähnt habt, wieso wart ihr damit einverstanden, ihm zu helfen? Ich habe gehört, dass ihr mit ein paar Druiden an der Oberfläche zerstört seid. Könnt ihr mir mehr über euren Konflikt erzählen? Some in the circle refused to accept my authority. Fools. With Heffernan and his followers' help, I drove them off. Einige im Zirkel wollten meine Autorität nicht anerkennen. Nach und mit der Hilfe von Heffernan und seinen Anhängern konnte ich sie vertreiben. Ich habe mit diesen Druiden gesprochen. Sie sagten, ihr werdet übergestaubt und hinbekommen, um natürliche Kreaturen zu züchten. Darum sind sie gegangen. I care nothing for what those weak-willed half-wits on the surface say. Their very existence is a thorn in my side. Remove it for me, and you will be rewarded. Sie sind so gut wie tot. Ich möchte noch was anderes fragen. Ich habe Antworten, alle Antworten, die ich brauche. Dann geht. Ich muss die Köpfe der guten Druiden zurück nach Ferrus bringen. Ja, da wir nicht wirklich jemand Guten in der Gruppe haben, außer Corvin. Und Corvin ist tatsächlich rechtschaffen gut. Aber wir schon auf 18 sind, dann wird uns ein bisschen Rufverschlechterung ja nicht schaden. Nur das hier fuchst mich mit den Getreidesäcken. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie... Ja, wäre wirklich mal auch wieder passend zum Charakter, meinen Ruf zu verschlechtern. Und er scheint mir ja mehr anzubieten als die beiden. Dieses Nebelzeug hier, das nervt mich irgendwie mittlerweile ein bisschen. Das ist aber auch nur in den Siege of Dragonspear-Gebieten der Fall, dass das Zeug kommt. Passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Zecke Gris, Benoit, der Wald hat mir von nur einem Kumpel erzählt. Ich hätte auch gerne Bäume. Der Wald erzählt mir viel. Er flüstert mir auch, dass ihr unser Vertrauen missbraucht habt. Ihr habt euch auf Ferrucks Seite geschlagen. Er hat mich davon überzeugt, ihn zu verschonen, stattdessen euch das Leben zu nehmen. Ich habe beschlossen, mich nicht einzumischen. Ich halte mich aus eurem Druidenkrieg heraus. Vielleicht liegen die Bäume. Habt ihr schon mal daran gedacht? Mich haben sie nie sehr gemocht. Ihr wurdet getäuscht. Ich habe Ferrok getötet und den Baum geläutert. Wartet nur ab. Nehmen wir mal die zwei. Versucht nicht, mich zu täuschen. Eure Mission ist vollgeschlagen. Ja, Brech, mir wurde klar, dass ihr die wahre Gefahr seid. Ich lüge nicht. Ich habe getan, wo ihr mich gebeten habt. Und jetzt behauptet ihr, ich hätte euch hintergangen? Ihr habt mich hintergangen. Vielleicht habe ich mich geirrt. Die Verderbnis hier kann einem den Verstand vernehmen. Bitte verzeiht mir. Verstehe, lassen wir unser Missverständnis hinter uns. Das reicht vorerst. Die Druiden denken, ich hätte den Druidenzirkel vernichtet. Ja, das gibt nur eine Wurzel allen Übels.